Heute Abend werde ich dann ein Thema halten zu Organspende, Pro und Contra aus buddhistischer Sicht. Wenn ich Vorträge halte, mache ich es manchmal mit Notizen und rede frei drumherum. Das habe ich heute Abend nicht gemacht. Ich habe einen voll ausgeschriebenen Text, weil mir dieses Thema so wichtig ist, dass es mir auch wichtig war, so genau wie möglich zu formulieren und dann auch ja, mich entschieden habe für einen vorausgeschriebenen Text. Mein Interesse am Thema kommt eigentlich aus einem Verwandteninteresse. Ich habe schon jahrelang mich beschäftigt mit dem Thema Sterben und Tod. Und diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich über viele Jahre Seminare zu diesem Thema gemacht habe. Und in diesen Seminaren kommt auch immer wieder die Frage hoch, ja, wie ist es denn mit Organspende nach dem Tod? Ja, und ich habe da immer so meine Gedanken drüber gehabt. Und ja, das war immer so ein bisschen vage. Das war so ein Gefühl von, ach ja, ist vielleicht eine gute Sache, aber ich hatte auch so ein mulmiges Gefühl dabei, aber war zu wenig informiert darüber, warum es eigentlich ging, dass diese Gedanken sich niemals auskristallisiert haben. Das ist heute Abend anders. Ich habe mich jetzt richtig informiert, ich habe viel über die Sache nachgedacht und mein Vortrag ist das Ergebnis davon. Mein Vortrag heute Abend beschäftigt sich nicht mit Organspende von einem gesunden, lebendigen Menschen zu einem kranken Menschen. Ja, der sogenannte Lebensspende. Ja, obwohl ich später noch einiges zum Thema Organtransplantation im Allgemeinen sagen werde. Mir geht es heute primär um die Spende von Organen nach der Feststellung des Hirntodes. Die sogenannte Leichenspende oder Totenspende. Anlass zu diesem Vortrag ist die aktuelle Vorbereitung einer Gesetzänderung im Bundestag. Diese Gesetzänderung beabsichtigt primär, mehr potenzielle Organspender zu bekommen. Und zusätzlich möchte man die Prozederen, die für eine Organentnahme nach dem Tod notwendig sind, vereinfachen. Selbst habe ich mit dem Halten dieses Vortrages folgende Absichten. Meine erste Absicht ist zu informieren. Erstmal, warum geht es bei diesem neuen Gesetz? Dann, was passiert eigentlich genau, wenn man tatsächlich als Organspender eingesetzt wird? Und wie erfolgreich sind Organtransplantationen? Meine zweite Absicht ist, Unterstützung zu leisten bei der Entscheidungsfindung darüber, ob man Organspender sein möchte oder nicht. Dabei werde ich die folgenden Themen ansprechen. Erstmal, welche Faktoren sollte man bei der Entscheidung in Betracht nehmen und welche Fragen sollte man sich selbst stellen? Dann meine dritte Absicht ist, zu besprechen, wie eine buddhistische Sichtweise unsere Entscheidung beeinflussen kann. Abschließend werde ich damit die Frage zu beantworten, was man tun soll, wenn man sich pro oder contra Organspende entschieden hat. Also das ist die Struktur meines Vortrags. Ich möchte meinen Vortrag erst einmal mit anfangen, dass ich so gut wie möglich die mir zur Verfügung stehende Information darstelle. Dabei werde ich die folgenden Quellen benutzen. Zuerst die Fernsehdokumentation Konfliktfall Organspende, ausgesendet auf das erste am 19. Dezember 2011, also vor einigen Monaten. Und zweitens ein Fernsehinterview Organen spenden, besser nicht. Mit dem Arzt Werner Hanne auf Bewusst TV 2 am 8. September 2011. Dann drittens die Studienarbeit, die Entscheidung zu Organspende, moralische Verpflichtung oder unzumutbare Aufgabe von Susanne Lossi, neu publiziert in 2011 im Grind Verlag für akademische Texte. Dann zuletzt der Entwurf einer Stellungnahme zur Organentnahme und Organtransplantation, vorbereitet von einer Arbeitsgruppe in der Deutschen Buddhistischen Union. Dieser Entwurf wurde zwar niemals von der DBU abgesegnet, ist aber auf der Internetseite der DBU zu finden. Also erstmal eine Informationsphase. Warum geht es bei diesem neuen Gesetz? Das Thema Organspende nach dem Tod ist zurzeit höchst aktuell. Die ärztliche Welt bemüht sich sehr, Organspende unter die Aufmerksamkeit des Publikums zu bringen, weil der Bedarf an Organen viel größer ist als das Organangebot.
und mit der fortschreitenden Entwicklung der medizinischen Technologie noch stark zunimmt. Zurzeit warten pro Jahr allein in Deutschland etwa 12.000 Menschen auf eine Organspende. Nur 3.000 Menschen können mit einer Organspende geholfen werden. Pro Jahr sterben 1.000 Menschen, die mit einer Organspende hätte gerettet werden können. Umfragen haben gezeigt, dass fast 80% der Deutschen im Prinzip zur Organspende bereit ist. Nur sehr wenige aber bestätigen diese Bereitschaft mit einem Organspendeausweis. Ohne eine solche Bestätigung braucht man für Organspende die Einwilligung der Angehörigen. Diese Einwilligung wird nicht immer gegeben. Zudem stellt die Aufgabe, sich über Organspende entscheiden zu müssen, für die Angehörigen, die durch den meist plötzlichen Verlust eines geliebten Menschen sowieso unter Schock stehen, eine extrem schwere und oft traumatische Herausforderung dar. Die Ärzte machen deshalb großen Druck auf den Gesetzgeber, eine Gesetzänderung durchzuführen, die die Prozedere für Organentnahme erleichtert und womit jedenfalls mehr Menschen dazu gebracht werden können, sich als Organspender registrieren zu lassen. Und diese Gesetzänderung wird zurzeit im Bundestag vorbereitet. Dazu gibt es 4 Optionen, die besprochen werden. Die erste Option ist die Widerspruchslösung. Die Optionen werden Lösungen genannt. Die erste ist Widerspruchslösung. Jeder Mensch ist automatisch Organspender, es sei denn, er hat zu Lebzeiten ausdrücklich Widerspruch erhoben. Dies ist die Lage zum Beispiel in Österreich. Auch wenn man als Deutscher in Österreich einen tödlichen Unfall hat, wird man ohne registrierten Widerspruch automatisch als Organspender betrachtet und werden die Organe entnommen. Diese Option der Widerspruchslösung wird von den Protagonisten der Organspende favorisiert, weil sie bei Unklarheit oder Zweifel den Ärzten die freie Hand gibt. In Deutschland ist diese Option aber kaum durchsetzbar, weil Schweigen nicht als Zustimmung gewertet werden darf und das Individuum das Recht hat, sich nicht offen in Glaubens- und Weltanschauungsfragen zu äußern. Es gibt übrigens in Frankreich und Schweden eine noch rigorosere Lösung. Dort wird sogar Widerspruch nicht anerkannt und ist jede Person einfach potenzieller Organspender, ob er will oder nicht. Die zweite Option ist die Zustimmungslösung. Und hier gibt es 2 Alternativen. Erstmal die enge Zustimmungslösung. Hier ist Organspende legitimiert durch die Zustimmung des Organspenders zu Lebzeiten. Angehörigen haben kein Mitspracherecht, deshalb die enge Zustimmungslösung. Der Spender selbst entscheidet zu Lebzeiten. Dann gibt es die erweiterte Zustimmungslösung. Organspende ist legitimiert durch entweder die Zustimmung des Organspenders zu Lebzeiten, die enge Lösung, oder durch die Einwilligung der Angehörigen nach dem Tod des potenziellen Spenders. Dies ist die aktuelle Situation in Deutschland und in den meisten europäischen Ländern. Also entweder der Spender selbst hat zum Beispiel einen Organspendeausweis oder die Angehörigen willigen ein. Die dritte Option ist die Informationslösung oder die passive Zustimmung nach Information. Diese Lösung ist die erweiterte Zustimmungslösung mit dem Unterschied, dass es für Organspende nicht notwendig ist, dass die Angehörigen aktiv einwilligen. Es reicht, wenn sie, nachdem sie über die Lage des Patienten informiert worden sind, sich nicht äußern, also in Schweigen verharren. Dieses Schweigen darf als Einwilligung interpretiert werden. Diese Lösung sollte beabsichtigen, den Druck der aktiven Entscheidung von den Angehörigen wegzunehmen. Überdies gibt sie den Ärzten die freie Hand, es sei denn, dass die Organspende aktiv von den Angehörigen abgelehnt wird. Dann die vierte Option ist die Erklärungslösung. In dieser Lösung muss jeder Mensch sich zu Lebzeiten entscheiden, ob er bereit ist, Organspender zu werden. Diese Entscheidung wird auf einem offiziellen Dokument, sowie dem Führerschein, dem Personalausweis oder der Gesundheitskarte, die irgendwann kommen soll, festgelegt
und ist lebenslang gültig. Es sei denn, dass man seine Entscheidung widerruft und neu registrieren lässt. Und diese Entscheidung wäre verpflichtet. Diese Lösung würde gegen das Recht der Nichtentscheidung verstoßen, könnte aber dennoch legitim akzeptiert werden aufgrund der Interessen der Organempfänger. Es scheint, dass diese Erklärungslösung jetzt die größte Wahrscheinlichkeit hat, im Bundestag durchzukommen. Man arbeitet zurzeit noch an die technischen Einzelheiten. Dann gibt es noch eine Variante, und dies ist, dass die Entscheidung eine zeitlich beschränkte Gültigkeit hat und man sich regelmäßig neu entscheiden muss. Und diese Variante bringt natürlich einen erhöhten Verwaltungsaufwand und höhere Kosten mit sich. Ausgangspunkt der ganzen Diskussion ist die nicht in Frage gestellte Annahme, dass die erhöhte Nachfrage der Ärzte nach mehr Organspenden berechtigt ist und erfüllt werden muss. Der Gesetzgeber ist offensichtlich sehr bemüht, mehr Organspenden zu ermöglichen. Die Ethik der Lebensverlängerung durch Organtransplantation wird vom Gesetzgeber allgemein akzeptiert und auch von den Kirchen befürwortet, solange eine Zustimmung von Spender oder Angehörigen nachgewiesen werden kann. Als Grundlage dieser Befürwortung der Kirche gilt das Konzept der christlichen Nächstenliebe, auch bekannt als der goldene Regel. Alles, was ihr wollt, dass die Menschen euch tun, das tut auch ihr ihnen ebenso. Weil wir hauptsächlich in einer christlichen Gesellschaft leben, stellt der Gesetzgeber sich damit zufrieden, dass die Kirchen Organspenden befürworten. Der Gesetzgeber hat sich schon überlegt, warum bei einer im Prinzip hohen Organspendebereitschaft in der Bevölkerung dennoch wenige Menschen einen Organspendeausweis haben und viel weniger Organspenden zur Verfügung stehen, als medizinisch benötigt sind. 5 Hauptursachen werden angegeben. Erstmal falsche religiöse Überzeugungen. Hier stellt sich sofort die Frage, wer beurteilen darf, ob eine religiöse Überzeugung falsch ist oder nicht. 2. Unkenntnis des Hirntodkonzeptes. Das Hirntodkonzept ist von Ärzten formuliert worden. Es impliziert, dass ein Mensch, der hirntot ist, gestorben ist und dass Organentnahme deshalb medizinisch akzeptabel ist. Dieser Standpunkt ist aber sehr kontrovers und wird heiß diskutiert. Zum Thema Hirntod werde ich noch ausführlich zurückkommen. Dann 3. Unsicherheit bezüglich des Spendenausweises. Wie macht man es? Wie funktioniert es? Dann 4. Angst davor, dass bereits vor dem eigentlichen Hirntod Organe entnommen werden können. Oder dass der Hirntod voreilig erklärt wird. Oder dass nicht die optimalste intensivmedizinische Versorgung erfolgt, wenn der Patient als potentieller Organspender bekannt ist. Dann 5. Gefühle von Unwohlsein darüber, dass der Körper durch Organentnahme völlig entstellt werden könnte, was tatsächlich der Fall ist. Darüber später mehr. Man hegt die Hoffnung, dass einerseits eine neue Gesetzgebung und andererseits eine Popularisierung des Themas Organspende mittels Aufklärungs- und Informationsarbeit die Spendenbereitschaft der Bevölkerung erhöhen wird. Für mich stellt sich dabei die Frage, wie offen und objektiv diese Aufklärungs- und Informationsarbeit sein wird, wenn das Ziel dieser Arbeit schon festgelegt ist, nämlich mehr gespendete Organe zur Verfügung zu haben. Zu den vorgeschlagenen Lösungen zur Erhöhung der Organspenden kann man noch Folgendes bemerken. Spenden ist ein freiwilliges Geben. Wenn man aber automatisch als Organspender betrachtet wird, oder wenn man verpflichtet wird, über Organspende eine Entscheidung zu treffen, möglicherweise eine Entscheidung fürs Leben, ist diese Freiwilligkeit der Spende bedroht. Vor allem, wenn ein moralischer Druck gegeben ist und eine informierende Grundlage für die Entscheidung entweder fehlt oder einseitig und subjektiv ist, weil sie vom Vornhinein eine Zunahme der Zahl der Organspender beabsichtigt. Dabei geht es um unseren Körper. Es geht um Leben und Tod. Es geht um den Wunsch, Menschenleben zu retten, aber auch um den Respekt für den sterbenden Menschen und um den Respekt für die Angehörigen des Sterbenden.
Es geht auch um die Frage, was es bedeutet, Sterbende oder gestorben zu sein. Es geht um die Frage, was Tod eigentlich ist und wer entscheiden darf, wenn jemand tot ist und welche Kriterien dafür benutzt werden dürfen. Dabei kommen auch in den Bereich der religiösen Vorstellungen. Und diese Vorstellungen werden von den Ärzten und vom Gesetzgeber kaum in Betracht genommen. Und wenn sie schon in Betracht genommen werden, dann immer vom Standpunkt der abrahamischen Religionen, das heißt vom Standpunkt des Christentums, des Judentums und des Islams. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns als Buddhisten mit der Frage der Organspende beschäftigen. Vor einigen Jahren hat eine Arbeitsgruppe in der Deutschen Buddhistischen Union sich ausführlich mit dem Thema beschäftigt und einen Entwurf für eine Stellungnahme zur Organentnahme und Organtransplantation auf den Tisch gelegt. Interessanterweise wurde dieser Entwurf bisher noch nicht vom Rat der DBU abgesegnet, obwohl er, wie ich vorher gesagt habe, schon im Internet zu finden ist. Was passiert genau, wenn eine Organentnahme durchgeführt wird? Zuerst gebe ich mal eine allgemein akzeptierte Definition von einem potentiellen Organspender. Potentielle Organspender sind Verstorbene, bei denen der vollständige, irreversible Ausfall der gesamten Hirntätigkeit oder Hirntod nach den Richtlinien des Bundesärztekammer festgestellt wurde und keine medizinischen Gründe gegen eine Organspende sprechen. Organspende kommt in Frage, wenn bei einem Menschen einen Hirntod festgestellt wird, wobei der Rest des Körpers noch gut funktioniert und die Organe noch in guter Verfassung sind. Dies kann der Fall sein bei zum Beispiel Verkehrsopfer mit Gehirnschaden oder bei Opfer eines Schlaganfalls. Hirntod tritt auf, wenn medizinisch gesehen überhaupt keine Gehirnaktivität mehr festgestellt werden kann und der Gehirnschaden dermaßen groß ist, dass eine Rückkehr der Gehirnaktivität, die sogenannte Reversibilität, als ausgeschlossen betrachtet wird. In so einem Fall wird der Körper noch durch künstliche Beatmung und eventuell Herzstimulation mit einer Herz-Lungen-Maschine am Leben gehalten. Dadurch bleiben die Organe lebendig und transplantationsfähig. Wenn die Durchblutung und Sauerstoffversorgung unterbrochen wird, indem man die Herz-Lungen-Maschine abschaltet, stirbt der Körper. Die Organe verkümmern sehr schnell und sind dann nicht mehr für Transplantation brauchbar. Wenn der Hirntod festgestellt ist und eine Zustimmung des Patienten mittels ein Organspendenausweis oder in Abwesenheit von einer Einwilligung der Angehörigen vorhanden ist, wird der Körper für Organspende freigegeben. Und diese Freigabe löst eine Lawine von hektischen Aktivitäten aus. Zuerst wird erkundigt, welche Organempfänger für eine Transplantation in Betracht kommen. Dann werden mehrere Operationsteams zusammengestellt, die auf den Körper Zugriff haben werden. Dabei geht es nicht nur um die Entnahme von einem Organ, sondern alle Organe werden entnommen. Manchmal werden auch Knochen und andere Gewebe gesammelt. Der Organspender wird, noch angeschlossen an die funktionierende Herz-Lungen-Maschine, in den Operationssaal gebracht. Er wird festgeschnallt, um Gliederbewegungen zu stoppen. Manche Organspender machen heftige Abwehrbewegungen, die von Ärzten als Reflexen bezeichnet werden, das sogenannte Lazarus-Syndrom, von Organspendergegnern aber als Angstbewegungen und Todeskampf bewertet werden. Er bekommt weitere muskelentspannende Medikamente, um jede Art von Muskelbewegung zu bremsen, und er bekommt eine Vollnarkose. Sie können sich selbst fragen, weshalb diese Vollnarkose, weil der Organspender doch tot sein sollte. Dann wird er noch bei noch laufender Beatmung und Herzstimulierung von Kinn bis zum Schambein aufgeschnitten und gesägt, und in großer Eile werden alle Organe aus dem Körper herausgenommen und abtransportiert. Während dieser Aktion, woran ein Dutzend oder mehr Menschen beteiligt sind, fällt die Blutzirkulation und die Beatmung aus, und was übrig bleibt, ist eine leere Wanne. Diese Wanne wird mit Füllmaterial aufgefüllt und zugenäht. Entnommene Knochen werden mit Holzlatten ersetzt. Danach wird der Leichnam abgeführt zum Kühlraum oder zum Bestatter.
Die Anwesenheit von externen Zeugen ist bei dieser Aktion übrigens nicht erlaubt. Als ein Abgeordneter im Bundestag sich eine Organentnahme anschauen wollte, um sich über das Geschehen ein besseres Bild zu formen, wurde er nicht zugelassen, weil, nach Aussage eines beteiligten Arztes, der Operationssaal am Ende aussieht wie ein Schlachtfeld. Ich weiß, dass diese Beschreibung schockierend ist und dass manche von Ihnen es vielleicht auch nicht glauben. Ich habe sie aber mit einem Oberarzt mit 4 Jahren Erfahrung im Krankenhaus überprüft und sie stimmt. Ich bin der Meinung, dass jeder, der sich überlegt, Organspender zu werden, über diese Vorgänge Bescheid wissen soll. Wie erfolgreich sind denn Organtransplantationen? Erfolg bei Organtransplantation kann man auf unterschiedliche Weise messen. Eine Methode ist, zu schauen, was die Überlebenschance des Organempfängers nach 5 Jahren ist. Für einen transplantierten Leber ist diese Chance 75%, für eine transplantierte Niere 88%, für ein transplantiertes Herz 70%. Eine andere Methode wäre, das Wohlbefinden des Empfängers zu untersuchen, wobei das Ergebnis natürlich weniger in Zahlen auszudrücken ist. Werner Hanne, der Mediker vom Fernsehinterview, berichtet, dass viele Organempfänger seelische Beschwerden haben und einen latenten Todeswunsch. Sehr viele Organempfänger sterben an Krebs, was auf einen erhöhten Stress deuten könnte. Organempfänger müssen leben mit der Angst, dass das transplantierte Organ vielleicht doch irgendwann abgestoßen wird. Dazu kommt die Belastung durch die notwendige Medikation für die Unterdrückung des Immunsystems und die dadurch entstehenden Nebenkrankheiten. Man muss deshalb feststellen, dass Organtransplantation zwar lebensverlängernd ist, dass aber die Lebensqualität des Organempfängers wesentlich geringer ist als die Lebensqualität eines gesunden Menschen. Organtransplantation macht nicht gesund. Sie verschiebt nur den Zeitpunkt des Todes. Letztendlich müssen auch Organempfänger irgendwann sterben. Organtransplantation beschützt nicht gegen den Tod. Damit komme ich zum zweiten Teil meines Vortrags. Das ist die Frage, welche Faktoren soll man bei der Entscheidungsfindung darüber, ob man Organspender sein möchte oder nicht, in Betracht nehmen? Und welche Fragen sollte man sich stellen? Vielleicht soll ich damit anfangen, mehr zum Begriff Hirntod zu sagen. Hirntod ist jemand, bei dem keine Gehirnaktivität mehr festgestellt werden kann. Der Hirntod wird nach bestimmten Kriterien festgestellt, Kriterien, die von Ärzten festgelegt sind. Es sind deshalb medizinische Kriterien, nicht ethische oder religiöse Kriterien. Zu diesen Kriterien gehören übrigens nicht nur die Abwesenheit von feststellbarer Gehirnaktivität und die Irreversibilität des Gehirnschadens, sondern auch die Abwesenheit von jeder feststellbare Schmerzempfindung. Ich sage feststellbare Schmerzempfindung, ich sage nicht die Abwesenheit von Schmerzempfindung. Und das Ausbleiben von dem natürlichen Atmungsdrang, wenn die künstliche Beatmung abgestellt wird. In den Zustand des Hirntodes wird jeder Mensch sterben, sobald die Herz-Lungen-Maschine abgestellt wird. Solange das aber nicht passiert, ist der Körper an sich eigentlich noch am Leben. Der Körper atmet, zwar künstlich, aber mit der gleichen Wirkung wie bei einer normalen Atmung. Das Herz schlägt, der Körper ist warm und manchmal bewegen sich die Körperglieder. Wenn man nicht wüsste, dass das Gehirn nicht mehr funktioniert, würde man vom Äußerlichen her keinen Zweifel daran haben, dass die Person noch am Leben ist. Dennoch wird die Person, wenn es um Organspende geht, von den Ärzten als gestorben betrachtet. Man spricht deshalb von Totenspende oder Leichenspende. Auch der Gesetzgeber spricht von Organspende nach dem Tod. Aber kann man wirklich von einem Toten oder einer Leiche reden, wenn der Körper an sich noch wie ein lebendiger Körper funktioniert? Wann ist man wirklich gestorben? Sind die ärztlichen Kriterien nicht zu eng? Untersuchungen haben gezeigt, dass der Körper bei Organentnahme oft Stresssymptome zeigt, wie eine plötzliche Steigerung des Blutdrucks, Ausstoß von Adrenalin im Blut und sogar heftige Abwehrbewegungen.
Kann man wirklich mit absoluter Sicherheit sagen, dass der Organspender nichts von der Organentnahme mitbekommt? Der Organspender kann nicht protestieren und kann es auch nicht nacherzählen. Die christlichen Kirchen akzeptieren den Hirntod als Grundlage für die Legitimation von Organspenden. Der christliche Moralphilosoph Hans Jonas hat diesen Akzeptanz in Frage gestellt. Er schreibt, die Grenzlinie zwischen Leben und Tod ist nicht mit Sicherheit bekannt und eine Definition kann Wissen nicht ersetzen. Der Verdacht ist nicht grundlos, dass der künstlich unterstützte Zustand des komatösen Patienten immer noch ein Restzustand vom Leben ist, wie er bis vor kurzem auch medizinisch allgemein angesehen. Das heißt, es besteht Grund zum Zweifel daran, dass selbst ohne Gehirnfunktion der atmende Patient völlig tot ist. In dieser Lage unaufhebbaren Nichtwissens und vernünftigen Zweifels besteht die einzige richtige Maxime für das Handeln darin, dass der Seite vermutlichen Lebens nach der Seite vermutlichen Lebens hinüberzulehnen. Also bei Zweifel sollte man annehmen, da ist noch Leben. Es stellt zusätzlich in Frage, weshalb das Konzept des Hirntodes überhaupt entstanden ist und spricht die Vermutung aus, dass der Zweck dieses Konzepts nicht ist, den komatösen Patienten zu schützen, solange der Patient noch nicht hirntot ist, sollte man die Maschine nicht abschalten, sondern die Interessen der Ärzten an verfügbaren Organen zu dienen. Hirntod wird benutzt, um Organentnahme zu legitimieren. Die Arbeitsgruppe der Deutschen Buddhistischen Union fasst die Situation klar zusammen. Das Hirntodkriterium macht einen menschlichen Körper, bei dem essentielle vitale Funktionen noch vorhanden sind, zu einer Sache, die einer medizinischen Weiterverwertung zugeführt werden darf. Die Frage, ob die Einstufung als Sache objektiv gerechtfertigt ist, ob also zweifelsfrei davon ausgegangen werden kann, dass der Toderklärte als Person nicht mehr existiert und durch die Weiterverwertung seines Körpers keinen Schaden erleidet, ist jedoch nach wie vor für viele Menschen ungeklärt. Davon abgesehen sind hier natürlich auch Aspekte der Pietät und Würde im Umgang mit Toten und Sterbenden berührt. Aspekte, die in jeder Kultur ein Gradmesser sittlicher Reife sind. Und weiter sinngemäß, die Definition des Hirntodes als Zeitpunkt des Todeseintritts ist eine zweckgerichtete Definition, bei der tendenziell Nützlichkeitserwägungen die entscheidende Rolle spielen, die nicht dem Sterbenden selbst, sondern anderen Zwecke dienen. Sicher ist eine solch formale Definition des Todeseintritts nicht rein willkürlich, doch täuscht sie eine Zäsur vor, die aus sich selbst heraus, jenseits der erwähnten Nützlichkeitserwägungen, nicht zwingend nachvollziehbar ist. Die Tatsache, dass bei Feststellung des Hirntodes der Sterbeprozess in ein nicht mehr umkehrbares Stadium eingetreten ist, darf nicht den Blick dafür verstellen, dass man es immer noch mit einem Sterbenden zu tun hat, der Anspruch auf Respektierung seiner Würde hat. Soweit die Arbeitsgruppe der Deutschen Buddhistischen Union. Wie stehen denn Buddhisten im Allgemeinen zu der Frage, ob der Hirntod eine Organentnahme legitimieren kann? Das ist nicht so einfach zu sagen, weil es viele buddhistische Richtungen gibt und eine einheitliche Meinung zu diesen Themen nicht existiert. Dies kommt zum Ausdruck in der Internetdiskussion zum Entwurf der Arbeitsgruppe der Deutschen Buddhistischen Union, wo sich sowohl Protagonisten der Organspende melden, als auch Buddhisten, die ernsthaft Zweifel dazu äußern. Insoweit buddhistische Gruppierungen sich überhaupt zum Thema Organspende äußern, gibt es jedenfalls ein breites Spektrum von Meinungen. Die individuelle Freiheit der Meinungsbildung, die der Buddhismus als Lehre befürwortet, lässt es auch nicht zu, dass eine buddhistische Organisation eine Meinung vertreten könnte, die für ihre Mitglieder bindend sein würde. Jeder Buddhist muss sich selbst mit dem Thema beschäftigen und seine eigenen Schlussfolgerungen ziehen. Der Entwurf der Arbeitsgruppe der DBU erkennt diese Meinungsfreiheit voll an und versucht deshalb primär informierend zu sein und keine Empfehlungen abzugeben. Ich möchte mich bei diesem Ansatz anschließen und deshalb nur über meine persönliche Vorstellung sprechen
ohne Empfehlungen abzugeben. Und ich möchte die relevante Fragen aufwerfen, die in der Meinungsbildung hilfreich sein können. In meiner persönlichen Auffassung werde ich nur gestorben sein, wenn mein Bewusstsein meinen Körper irreversibel verlassen hat. Meiner Meinung nach wird es frühestens der Fall sein, wenn nicht nur mein Gehirn nicht mehr funktioniert, sondern auch mein Herz schon länger nicht mehr schlägt, ich schon länger nicht mehr atme und mein Körper richtig abgekühlt ist. Wenn das stimmt und wenn ich mich für Organspende entscheiden würde, müsste ich jedenfalls akzeptieren, dass meine Organe entnommen werden, wenn ich noch nicht gestorben bin. Auch wenn mein Hirntod ein Zeichen dafür wäre, dass mein Bewusstsein meinen Körper schon verlassen hat, was ich nicht glaube, dann wäre es noch immer wahrscheinlich, dass mein Bewusstsein noch in der Nähe meines Körpers ist. Jeder empfindsame Mensch, der einen gerade verstorbenen Menschen erlebt hat, wird die Nähe des Bewusstseins der verstorbenen Person gespürt haben. Das würde bedeuten, dass ich, auch wenn ich schon gestorben wäre, dennoch die Organentnahme möglicherweise mitbekommen würde, mit allem Stress, die dazugehört. Wäre ich als Organspender dazu bereit? Das sind Fragen, die man sich stellen sollte, wenn man überlegt, sich als Organspender zur Verfügung zu stellen. Für mich stellt sich auch die Frage, wissen die Ärzte wirklich, was sie tun, wenn sie einer hirntoten Person die Organe entnehmen? Haben sie eine richtige Vorstellung davon, was ein Mensch ist, was einen Menschen ausmacht? Sind manche Ärzte nicht wie Automechaniker, die, wenn ein Autoteil kaputt ist, zum Schrottplatz gehen und sich einen gebrauchten Ersatzteil holen? Ist der menschliche Körper ein Lagerplatz für Ersatzteile? Und was ist ein Organ? Ist es nur ein Körperteil, das man nach Belieben irgendwo anders einsetzen kann? Was bedeutet es, dass dieses Organ lebendig ist, wenn es transplantiert wird? Was ist Leben? Wissen die Ärzte das? Wissen wir das? Irgendwie scheinen Ärzte anzunehmen, dass wir uns in unserem Gehirn befinden. Also, wenn das Gehirn nicht mehr funktioniert, werden wir als tot erklärt. Aber befinden wir uns bloß im Gehirn? Wie ist es mit dem Herzen? Befinden wir uns auch nicht in unserem Herzen? Wir fühlen doch mit unserem Herzen. Die Sprache bringt das zum Ausdruck. Wir sagen, er hat ein großes Herz. Sie ist mit dem ganzen Herzen dabei. Er hat nicht das Herz gebrochen. Herzliche Glückwünsche. Was wird da transplantiert, wenn man ein lebendiges Herz transplantiert? Nur ein Stück Fleisch? Oder ist mit diesem Herzen auch Bewusstsein verbunden? Wir wissen, dass der Körper und der Geist irgendwie miteinander verbunden sind. Aber wissen wir, wie das funktioniert? Ist der Geist mit dem ganzen Körper verbunden oder nur mit einem Teil des Körpers? Auch wir haben vielleicht die unbewusste Neigung, unseren Geist mit unserem Gehirn zu identifizieren. Stimmt das aber? Nehmen wir mal an, dass es bald möglich wäre, das Gehirn zu transplantieren. Wer ist dann die gestorbene Person und wer ist die überlebende Person? Gefühlsmäßig neigen wir eher dazu zu glauben, dass das Gehirn bestimmt dafür ist, wer überlebt. Das heißt, in diesem Fall würde der Organspender überleben, nicht der Organempfänger, weil das transplantierte Hirn des Organspenders als Sitz der Persönlichkeit wahrgenommen wird. Man müsste dann eigentlich sagen, dass der Körper transplantiert wird, nicht das Gehirn. Aber stimmt es, dass der Geist mit dem Gehirn verbunden ist? Wie gesagt, ist der Geist mindestens auch nicht mit dem Herzen verbunden? Wer ist denn dieser Organempfänger mit meinem Herzen? Ist er oder ist er ich? Wer bin ich, wenn ich das Herz eines anderen Menschen trage? Bin ich noch wirklich 100% ich oder bin ich eine Art von unbequemer Mischung von zwei Personen? Eine 48-jährige Frau, die Herz und Lunge einer tödlich verunglückten Motorradfahrers erhielt, formuliert das Dilemma so. Manchmal fühlt es sich fast so an, als ob ich meinen Körper mit einer zweiten Seele teile. Sie ringt darum, mit der Veränderung ihres Wesens fertig zu werden. Eine Woche nach der Operation bekommt sie plötzlich Appetit auf Hühnerkeul und Bier, Dinge, die sie vorher nicht gemocht hat. Ihre Lieblingsfarbe wechselt von Rot zu Grün. Sie sagt, meine Persönlichkeit veränderte sich und wurde maskuliner. Ich war betroffen,
dass es mir nicht mehr möglich war, wieder die gleiche Ebene der Spiritualität zu erlangen, die ich während meiner Krankheit erreicht hatte. Ich wollte unbedingt die Lehren, die ich damals erfahren hatte, in mir wachhalten. Vergebung, den tieferen Zugang zu mir selbst, das Gefühl der Gelassenheit und die Zuversicht, dass sich das Universum seiner Bestimmung gemäß entfaltet. Doch jetzt konnte ich fast körperlich spüren, wie die geistige Dimension sich mir immer mehr entzog. Könnte es vielleicht sein, dass wenn ich das Herz von meinem Nachbar kriege, ich mich dann in seine Frau verliebe oder vielleicht anfange sie zu hassen, je nachdem das Verhältnis meines Nachbars zu seiner Frau war? Solche Fragen klingen absurd, aber sind es eigentlich nicht. Es ist bekannt, dass Organempfänger nach einer Herztransplantation oft Persönlichkeitsänderungen und neue Verhaltensweisen aufzeigen. Der Herzempfänger hat zum Beispiel eine plötzliche Leidenschaft für Briefmarkensammeln oder eine unerklärliche Abneigung für Kaffee. Und diese neuen Verhaltensweisen können dann zu dem Herzspender zurückverfolgt werden. Wenn wir das Gehirn als Basis für unsere Persönlichkeit wahrnehmen und das Herz als Basis für unsere Gefühle und Motivation, wie ist es denn mit den anderen Organen in unserem Bauch? Erfahren wir viele von unseren stärksten Emotionen nicht im Bauch? Was passiert genau, wenn ein Leber oder eine Niere transplantiert wird? In der buddhistischen Tradition wird angenommen, dass der ganze Körper, jede lebendige Zelle, mit Bewusstsein besetzt ist, auch wenn wir uns das nicht bewusst sind. Als Buddhist muss ich deshalb davon ausgehen, dass wenn lebendige Organe aus meinem Körper herausgenommen werden, dass etwas mit meinem Bewusstsein tut, auch wenn ich hier tot bin. Eine Ausnahme ist vielleicht die Hornhauttransplantation, weil Hornhaut kein lebendiges Organ ist, sondern ein Gewebe, das bis zum 72 Stunden nach dem Körpertod noch transplantiert werden kann. Mit diesen Fragen und Überlegungen stelle ich natürlich die ganze Praxis von Organtransplantation in Frage. Das ist etwas, das die Ärzte und der Gesetzgeber nicht tun. Die bemühen sich bloß, mehrere potenzielle Organspender zu bekommen. Zu dieser Bemühung kann man aber ein paar kritische und unbequeme Fragen stellen. Zum Ersten, ist Organtransplantation wirklich das, was die Welt braucht? Klar, einzelne Menschen werden dadurch etwas länger leben können. Wenn man aber den ganzen Aufwand für Organtransplantation zu einer Bekämpfung von Alkoholmissbrauch und Zigarettenkonsumtion und zur Popularisierung von Vegetarismus einsetzen würde, würde das sehr viel mehr Menschen sehr viel länger gesundheitlich helfen. Das klingt vielleicht etwas utopisch, aber für mich spielt es eine Rolle bei der Frage, ob ich Organspender werden möchte und damit auch Organtransplantation befürworten möchte. Eine zweite unbequeme Frage. Wie sind die hohen Kosten der Organtransplantation mit dem Ruf, um Ersparungen im Gesundheitswesen im Einklang zu bringen? Organtransplantationen sind sehr teuer und eine Zunahme der Organspenden würde die Krankenkassen sehr stark belasten. Auch die medizinische Begleitung eines Organempfängers ist sehr teuer. Ein Leberempfänger braucht Medikamente, wofür die Kosten monatlich 1.600 Euro betragen und das lebenslang. Mit dem Geld für Organtransplantationen und die Folgekosten könnten viele Lücken in der Finanzierung der Kranken- und Altersversorgung geschlossen werden. Wäre es nicht besser, Geld in eine bessere Pflege in Altersheimen zu investieren, als in der Lebensverlängerung von einigen Menschen, die todkrank sind? Die Antwort für diese Frage findet sich vielleicht in der Feststellung, welche Instanzen, neben den Organempfänger natürlich, primär vom Organspenden profitieren. Das sind die Ärzte, die Krankenhäuser und die pharmazeutische Industrie. Und diese haben viel mehr Macht und Einfluss auf Regierungsebene als überarbeitete und unterbezahlte Kranken- und Altenpfleger. Potenzielle Organspender sollen sich realisieren, dass man durch Organspende nicht nur Lebensverlängerung an kranke Menschen spendet, sondern auch Kapital an eine gut organisierte Industrie, die damit Big Business macht. Diese Industrie macht natürlich gerne Werbung für sich. Werbung, die immer weniger humanitär und immer mehr wirtschaftlich inspiriert ist und dadurch mehr und mehr nach Propaganda riecht. Diese Propaganda hat seine Wirkung auf den Gesetzgeber und auf die Bevölkerung. Dies ist aber eine politische Diskussion, die vielleicht über mein Thema hinausgeht.
Im dritten Teil meines Vortrages möchte ich die buddhistische Tradition mit in das Thema einbeziehen. Und zwar mit der Frage, wie kann eine buddhistische Sichtweise unsere Entscheidung, potentieller Organspender zu werden, beeinflussen? Um diese Frage zu beantworten, ist es vielleicht hilfreich, erstmal im Allgemeinen anzuschauen, welche Motivation man haben könnte, um pro oder contra Organspender nach dem Tod, oder soll ich jetzt besser sagen, Organspender während des Sterbens, zu sein. Die Argumente pro und contra Organspende könnte man vielleicht in rationalen, irrationalen und religiösen Argumente unterscheiden. Rationale Argumente pro Organspende sind zum Beispiel Liebe für das Leben als höchstes Gut zu sehen und Solidarität mit anderen, der Wunsch, anderen Menschen zu helfen und ihnen das Weiterleben zu ermöglichen. Ein irrationales Argument wäre Schuldgefühl. Als guter Christ oder als guter Buddhist sollte man doch bereit sein, nach dem eigenen Tod seine Organe zu spenden. Werber für Organspendebereitschaft drücken gerne auf diesen Knopf. Ein anderes irrationales Argument wäre die Angst davor, selbst mal ein Organ zu brauchen. Man fühlt sich dann moralisch verpflichtet, selbst Organspender zu werden. Dieses Argument ist irrational, weil es nicht von einer altruistischen Lebenshaltung, sondern von Angst und Schuldgefühl. Religiöse Argumente pro Organspende sind zum Beispiel die Auffassung, dass Organspende ein Ausdruck vom christlichen Ideal der Nächstenliebe ist. Für einen Christ wäre es deshalb eine gute Sache, Organspende. Rationale Argumente contra Organspende sind zum Beispiel der Wunsch, in Ruhe sterben zu können und auch nach dem Tod in Ruhe gelassen zu werden. Und auch die traumatische Folgen der Organentnahme für die Angehörigen. Dabei spielt einerseits die schreckliche visuelle Vorstellung der Organentnahme eine Rolle, andererseits die tragische Tatsache, dass die Angehörigen eines Organspenders nicht bei dem Sterben ihres geliebten Menschen dabei sein können. Das Fernsehprogramm Konflikt für Organspenden zeigt mit großem Einfühlungsvermögen, wie dramatisch und traurig das für die Angehörigen sein kann. Ein Vater, dessen Sohn nach einem Verkehrsunfall hirntot war und der, nachdem ihm erzählt wurde, dass sein Sohn nicht überleben würde, seine Einwilligung zur Organentnahme gegeben hatte, sagt dazu, vielleicht hätten die Ärzte einfach mal sagen müssen, Herr Sohn so, Ihr Sohn wird sterben. Sind Sie damit einverstanden, dass er auf einem OP zum Ende stirbt, nachdem wir seine Organe entnommen haben? Dann hätte ich wahrscheinlich verstanden, was das bedeutet und hätte gesagt, haut ab, lasst uns in Frieden, stellt die Geräte ab, wir wollen dabei sein, wenn unser Sohn stirbt. Ein extra Argument contra Organspende ist für manche Menschen die Befürchtung, dass der ärztliche Bedarf an Organen die ärztliche Behandlung negativ beeinflussen könnte. Wo es starke Interessen gibt, gibt es auch immer mal die Möglichkeit des Missbrauchs. Das ist sicherlich der Fall in weniger zivilisierten Ländern als Deutschland. Irrationale Argumente contra Organspende entstehen aus Ängsten und Unsicherheit durch mangelnde Kenntnisse. Dieses Problem könnte durch eine verbesserte Öffentlichkeitsarbeit gelöst werden. Als religiöses Argument contra könnte die Überzeugung gelten, dass die Seele unter die Organentnahme leidet und deshalb verletzt ins Jenseits ankommt. Dieser Standpunkt wurde zum Beispiel von Werner Hahne in seinem Fernsehinterview vertreten. Welche Argumente können aus buddhistischer Sicht an diese Liste zugefügt werden? Der Buddhismus schätzt das Leben mehr als jede andere Religion, vielleicht mit Ausnahme von dem Jainismus. Die Basisregel für buddhistische Ethik ist, dass man vermeidet zu töten oder irgendwelche andere Art von Leiden zuzufügen. Und diese Basisregel kann zusammengefasst werden mit dem Prinzip der Gewaltlosigkeit. In der Praxis geht diese Regel aber noch viel weiter als die Vermeidung von Gewalt. Sie schließt auch aktiv das Üben von liebevollen Verhalten ein. Der erste ethische Vorsatz in seiner positiven Formulierung lautet, mit Taten liebevoller Güte läutere ich meinen Körper. Organspende könnte man zweifellos als eine Tat liebevoller Güte betrachten. Dazu kommt der hohen Stellenwert des Mitgefühls im Buddhismus. Mitgefühl ist das emotionale Äquivalent von Weisheit und eines der Hauptmerkmale eines Erleuchteten. Letztendlich ist Organspende ein Ausdruck des Mitgefühls mit anderen leidenden Menschen.
Die buddhistische Ethik hat noch zusätzlich zum ersten Vorsatz einen spezifischen Vorsatz zum Thema Geben und Spenden. Mit Großzügigkeit gebend läutere ich meinen Körper. In der buddhistischen Literatur werden viele Arten von Geben beschrieben. Eine der höchsten Arten des Gebens ist das Geben von Leib und Leben. Es gibt viele Geschichten darüber, wie der Buddha in mehreren seiner vorherigen Leben seinen Körper zum Wohle anderer Lebewesen aufgeopfert hat. Auch von diesem Standpunkt könnte man Organspende als eine sehr ethische Tat betrachten. Dazu kommt, dass der Buddhismus lehrt, dass alles vergänglich ist und man nicht anhaften soll, auch nicht am eigenen Körper, also ein extra Grund, seine Organe loszulassen und zu spenden. Die Arbeitsgruppe der DBU formuliert die positive Seite der Organspende so. Die bewusste Entscheidung für eine Organspende kann eine wertvolle Übung in Freigebigkeit und Mitgefühl sein. Sie kann das Leiden Kranker lindern und durch die radikalste Form des Sich-Entäußerns zum Nutzen anderer auf heilvolle Weise die Überwindung von Anhaftungen fördern. Sie formuliert aber eine wichtige Voraussetzung für eine positive Entscheidung. Ich zitiere, Voraussetzung dafür ist jedoch als Vorbereitung eine intensive persönliche Auseinandersetzung mit dem Thema Sterben und ein im Bewusstsein der Konsequenzen gefasster, freiwilliger und vorbehaltloser Entschluss. Es ist diese eine Entscheidung, die ein jeder nur für sich persönlich treffen kann. Sie kann und darf ihm nicht aufgedrängt werden und sie kann und darf auch nicht anderen Menschen, insbesondere den Angehörigen Sterbender, aufgebürdet werden. Da kann ich mich nur vorbehaltlos anschließen. Manche buddhistische Traditionen sprechen sich aber nur mit Vorsicht pro Organspende aus. Und manche sind sogar klar dagegen. Nach all dem, was ich gerade gesagt habe, könnte man sich fragen, weshalb pro mit Vorsicht oder sogar contra? Warum sollte man sich beim Thema Organspende zurückhalten? Wäre ein Ablehnen von Organspenden nicht eher unbuddhistisch und vielleicht sogar nach buddhistischen Kriterien unethisch? Der Grund für diesen Vorsicht und Zurückhaltung ist, dass Buddhisten nicht nur einen großen Respekt für das Leben haben, sondern auch einen großen Respekt für den Sterbeprozess und für den sterbenden Menschen. Der menschliche Körper wird nicht gesehen als ein Organlager, sondern als ein kostbares Potenzial für das Erlangen von Erleuchtung. Viele Buddhisten glauben, dass der Sterbende gerade im Augenblick des Sterbens eine wunderbare Gelegenheit hat, große spirituelle Fortschritte zu machen, tiefe Einsichten zu gewinnen und sogar Erleuchtung zu erlangen. Bedingung dafür ist aber, dass der Sterbende in Ruhe gelassen wird und gute Bedingungen zum Sterben hat. Das heißt, in einer friedvollen Umgebung sterben zu können, umgeben von Freunden und anderen Praktizierenden, idealerweise liebevoll begleitet von einem spirituellen Lehrer. Diese Bedingungen sind ganz anders als die, unter welche eine Organentnahme stattfindet, in der hektischen Umgebung eines Operationssaals, umringt von gestressten Operationsteams. Was macht das mit dem Bewusstsein des Sterbenden? Wissen wir, was da mit uns passiert? Ist man wirklich stark genug, um diese Behandlung geistig schadenfrei zu überstehen? Manche Menschen sind davon überzeugt, dass, und ich zitiere jetzt aus dem Internet, dass der Organspender zum Zeitpunkt der Organentnahme noch denken und fühlen kann, sich aber nicht mehr bewegen. Er hat unvorstellbare Schmerzen, kann sich aber nicht mehr bemerkbar machen und auch nicht mehr wehren. Diese schreckliche Situation ist leider allzu oft bittere und Wirklichkeit. Befreit die Großzügigkeit des Gebens uns von den negativen Folgen des stressvollen Sterbens? Oder sind wir in unserer Haltung der Großzügigkeit einfach bereit, die Nachteile der Organentnahme im Augenblick des Sterbens hinzunehmen? Diese letzte Frage kann jeder nur für sich selbst beantworten. Und das nach sorgfältigem Überlegen. Für mich ist es aber klar, dass niemand eigentlich genau weiß, was die Wirkung einer Organentnahme auf die sterbende Person ist. Wir tappen alle im Dunkel. Die Selbstsicherheit der Ärzte ist mir kein guter Ratgeber. Das wirtschaftliche Interesse der Krankenhäuser und der pharmazeutischen Industrie macht mich durchaus misstrauisch. Die Gefahr des Missbrauchs der Zustimmung zur Organspende ist nicht unwesentlich. Andererseits steht es fest, dass wir als potenzielle Organspender Leben retten können. Und das ist doch eine wunderbare Sache, oder?
Da kommt mir leider als praktizierender Buddhist doch noch eine Frage hoch. Ist es wirklich eine Wertschätzung des Lebens, wenn man einen todkranken Menschen mit einem Organ eines anderen Menschen am Leben hält? Wäre es nicht eine viel größere Wertschätzung des Lebens, wenn man das Leben seinen natürlichen Lauf folgen lässt und akzeptieren kann, dass der Mensch vergänglich ist und der Tod einen normalen, ich würde fast sagen gesunden Teil des Lebens ist? Sind diese schwerwiegenden Eingriffe im menschlichen Leben wirklich ein Ausdruck von Respekt für das Leben oder eher ein Ausdruck von Hochmut, Arroganz und Verblendung? Ist die Tatsache, dass bestimmte Eingriffe jetzt technisch möglich geworden sind, Grund genug dafür, sie zu machen? Auch wenn wir von einem psychologischen und spirituellen Standpunkt gesehen keine Ahnung haben, was wir tun. Sollten wir das alles nicht besser lassen, so wie man Gentechnologie und Embryomanipulation besser lassen sollte? Aber, könnte man sagen, wie wäre es denn, wenn du mal sterbenskrank wäre und mit dem Organ eines anderen Menschen gerettet werden könnte? Diese Frage habe ich mich auch gestellt. Und ich bin zum Schluss gekommen, dass ich das nicht möchte. Ich möchte lieber akzeptieren, dass ich sterblich bin und mein Leben zu Ende kommt. Demgemäß habe ich in meiner Patientenverfügung aufgenommen, dass ich für mich selbst keine künstliche Lebensverlängerung, auch nicht durch Organtransplantation, akzeptieren kann. Das ist jedenfalls meine persönliche Antwort auf diese Frage. Und ich akzeptiere die eventuellen Folgen. Im gleichen Sinn sagt Dieter Potschel, für den, der daran glaubt, dass unser Körper der Spiegel unserer Seele ist, kann auch eine lebensbedrohliche Krankheit, unabhängig von deren Verlauf, eine große Chance beinhalten, nämlich in der Krankheit auch das Leid in der eigenen Seele erkennen und aufarbeiten zu können. Wer jedoch die Seele und ein Weiterleben nach dem Tod außer Acht lässt und mit allen Mitteln, unter Umständen auch mit fremden Organen, nur die kurzzeitige Wiedererstellung der Körperfunktionen anstrebt, verpasst diese Möglichkeit, die vielleicht zur wesentlichen Lebensaufgabe hätte werden können. Zum Abschluss möchte ich folgende Frage beantworten. Was sollte man tun, wenn man sich zum Thema Organspende entweder pro oder contra entschieden hat? Wenn man nach reifer Überlegung potenzieller Organspender werden möchte, sollte man unbedingt einen Organspendenausweis ausfüllen. Dieser Ausweis, die nicht größer ist als eine Kreditkarte, sowas, soll man immer bei sich tragen, zum Beispiel mit dem Personalausweis. Den Organspendenausweis kann man beantragen mittels Internet. Einfach in einer Suchmaschine Organspendeausweis eingeben und man kommt schon weiter. Am besten bestellt man den Ausweis bei der BCGA, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Als Privatperson kann man bis 10 Formulare bestellen, sodass man die ganze Familie versorgen kann. Und was sollte man tun, wenn man nicht Organspender werden möchte? Auch dann sollte man unbedingt einen Organspendeausweis beantragen, ausfüllen und bei sich tragen. In dem Organspendeausweis der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung kann man nämlich auch ankreuzen, dass man seine Organe nicht spenden möchte. Der Organspendeausweis ist ein sehr wichtiges Dokument. Wenn man keinen Organspendeausweis hat, wird bei einem eventuellen Hirntod die Entscheidung über Organspende den Angehörigen überlassen. Damit bürdet man nicht nur den Angehörigen eine sehr schwere und möglich traumatische Entscheidung auf, es ist auch möglich, dass die Angehörigen sich nicht in unserem Sinne entscheiden. Es wird aus dem Vorherigen klar geworden sein, dass es nicht an mir ist, eine Empfehlung pro oder contra Organspende abzugeben. Ich möchte aber dringend empfehlen, sich Gedanken zum Thema Organspende zu machen, sich so ausführlich wie möglich darüber zu informieren. Und wenn man sich so oder so entscheiden kann, einen Organspendeausweis zu beantragen. Wenn die geplante Gesetzänderung durchkommt, wird es möglicherweise andere Hinweise geben, wie man als potenzieller Organspender oder Nichtspender handeln sollte. Bis dann ist aber der Organspendeausweis die beste Lösung. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.